Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde, zu Cultures, die Entdeckung Vinlands. Ja, wir sind in der Mission Mississippi, das ist die 5. Mission mittlerweile. Wir machen also etwas Fortschritte. Hoffe ich jedenfalls mal. Gut, hier wird gearbeitet und alles. Ich habe noch wie viel Bauarbeiter? Einen. Dann soll der mir bitte mal eine Schule hier in die Nähe des Haupthauses setzen. Und in der Nähe der zukünftigen Bäckerei. Während wir hier weiter das Gebiet erkunden und gucken, wo wir um den Fluss herumkommen. Hier durch das Schilf vielleicht? Sieht fast danach aus, als ob da ein Übergang wäre, ja. Weil irgendwie müssen wir auch mal wieder nach oben kommen. Gut. Holz wird gehackt, Lehm wird gemacht. Die Schule wird gebaut. So, da Bjarni auch ein guter Farmer ist mittlerweile, werde ich ihn schon mal zum... ob es eine gute Idee ist, ihm schon zum... Ja, obwohl Weizen wird jetzt geerntet, also kann ich ihn dann langsam mal zum Müller machen. Ja. Weil mein erstes Ziel wie immer ist es, den Bäcker zu kriegen. Und das Dreifamilienhaus, also Zweifamilienhaus und Dreifamilienhaus freizuschalten. Und ja, hier sind wir recht weit unten. Hey, wir haben den Kartenrand, glaube ich, jetzt entdeckt, oder? Oder kommt da noch was? Nein, das sieht aus wie der Kartenrand. Gut. Dich pumpe ich weiter mit Nahrungsverbesserungen voll. Ja, unser Lehmarbeiter hat Hunger. Soll er erstmal was essen? Du bist jetzt Müller, aber hast keinen Arbeitsplatz. So, hat der Fluss irgendwann ein Ende oder läuft er hier in den Kartenrand raus? Der läuft hier in den Kartenrand raus, okay. Dann gucken wir hier drüben noch. Würden wir gern, wenn er nicht pennen würde. Ah, sehr schön. Er hat den Holzfällerberuf erfunden. Er hat ausgeschlafen. Also ja, die ersten Indianer haben wir schon mal entdeckt. Das ist gut.
Wenn wir Glück haben, haben wir jenseits hier des Flusses alles für uns, wenn die anderen Indianer auch da oben sind. Ja, Nahrung könnte. Wobei wir haben noch genug Bärenbüsche. Oh, und hier ist Nahrung für dich. Wir haben ja natürlich auch einen Jäger, der für ein bisschen Nahrung sorgt. Stimmt. So, du futterst dich hier mal wieder voll. So, und dann kannst du weiter marschieren. Aber sieht, wir haben noch ein bisschen was aufzudecken. Und wir sollen ja Bögen und Bier zu den Langnasen. Das Gute ist, dieses Spiel hat keinen Kriegsnebel. Hier unten hätten wir auch Eisen und so. Das heißt, die wichtigsten Sachen hätten wir schon mal gefunden. So, da kriegst du jetzt auch einmal einen Punkt in Schlaf. Der Träger holt sogar schon Mehl ab. Dann schnappt ihr mal hier was zu essen. Ja gut, noch sehe ich kein Nahrungsproblem. Wir haben auch noch nicht so viele Leute, dass wir ein Nahrungsproblem kriegen könnten. Eigentlich. Wir haben ja nur 11 Leute insgesamt. Du bist sehr erfahren und kannst trainiert werden. Dann kriegst du mal Nahrungsbuff. Wenn ich so nennen darf. Also ja, die Indianer sind recht nah. Ach, hier oben ist auch Eisenerz. Und hier wären noch Schafe. Ich meine, wenn, dann müssten wir eh erstmal unsere eigene Verteidigung schauen. Bevor wir anfangen, uns mit
mit einem der Indianerstämme zu handeln, damit uns die anderen nicht so schlecht gelaunt sind. Und Schule ist fertig. Gut. Das heißt, du baust als nächstes gleich die Bäckerei, würde ich sagen. Hier hin. Und da werde ich wahrscheinlich 2, 3 Familienhäuser drüber bauen müssen. Oder eins drüber und eins hier irgendwo hin. Werden wir sehen. Tja, die Insel hier scheint unbegehbar zu sein. Außer man kommt hier oben irgendwo durch, wo ich gerade nicht hinkomme. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir genug zu essen für ihn finden auf seinen Reisen. So, du kannst noch Mehl produzieren, bis die Bäckerei steht. Wir werden sicherlich auch einen Bierbrauer benötigen. Wenn wir dann Militär hochziehen. Nebensammler erfunden, sehr gut. Das heißt, als nächstes kommt erst einmal ein Werkzeugschreiner, die Nähe des Holzfällers. Ja, will. Was sollen wir? Ah ja, wir sollen sowieso Bier liefern. Also werden wir auch recht baldig die Bierproduktion anschmeißen müssen. Sobald die Nahrungsproduktion läuft, wir Wohnhäuser haben und Kinder kriegen können, weil wir brauchen ja einen Bierbrauer. Das kann leider nicht unser Bäcker machen. Ich würde aber mal sagen, da wir im Augenblick weder Lehm, also viel mehr Lehm brauchen. Wir haben ja noch ein bisschen Lehm. Und auch gerade kein Holz brauchen. Helft ihr lieber beim Bauen. Du kannst trainiert werden. Das ist auch immer gut. Du gehst da essen. Mehr essen. Und noch mehr essen. Dann nimmst du deine Mütze voll Schlaf. Erkunden wir das. Der, den Fleck können wir uns schenken.
Und da ist schon die Mitteilung mit der Hungersnot. Weil unser Hauptlager leer ist.